Hallo, wir sind Anna und Dennis und unser Sohn Tommy hat frühkindlichen Autismus. Ein Leben zu Hause ist mit Tommy unvorstellbar und äußerst schwierig. Doch er liebt das Autofahren. Also haben wir uns letztes Jahr dazu entschlossen, ein Van auszubauen und so oft wie möglich mit Tommy die Welt zu entdecken. Und wir sehen, es hilft ihm. Es hilft ihm sehr. Er entwickelt sich und ist überglücklich. Also sei dabei, abonniere unseren Kanal. Bis dann. Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Ich suche mal den Tommy. Ist er hier? Nee. Mal sehen, wo wir den finden. Also Freunde, ihr seht, bei uns ist noch etwas Baustelle. Aber es wird langsam. Ne? Tomaten und Paprika gedeihen ja auch schon. Und ich guck mal, wo der Tommy ist. Aha. Hier ist der Hugo. Und Tommy, gut geschlafen? Hast du gut geschlafen? Oder nicht? Bist sprachlos früh um 7, ne? Da fällt dir nichts mehr ein. Ja, Tommy. Tommy bewacht seine Eierkuchen, sein Lieblingsfrühstück. Naja, soll er mal machen. Und ich lasse ihn jetzt einfach mal in Ruhe. Was ich euch jetzt zeige, ist ein kleines Video, wie Tommy in die Schule geht. Und nach dem Video erzähle ich euch mal was darüber, wie der aktuelle Stand jetzt ist. Und los geht's. Tommys erster Schultag. Ja, Schultag, nennen wir es mal Probetag. Das hat seine neue Direktorin, hat ihnen das ermöglicht. Wir haben natürlich noch keinen Betreuer. Ne? Das wird auch relativ schwer, jetzt einen Betreuer zu finden, kurz vor Ende des Schuljahres. Und deswegen hat sie gesagt, sie hat eine Lehrerin, die kann ein- oder zweimal in der Woche früh Unterricht schieben, nach hinten raus, sodass sie Tommy mal 3 Stunden nehmen kann. Ne? Und da überprüfen sie als erstes, ob das funktioniert, ne? Ob er sich schnell anpasst, ob mir das gefällt, ob sie damit klarkommen. Und wenn das halt heute funktioniert, können wir das 1 bis 2 Mal in der Woche machen, bis wir wirklich einen Betreuer haben oder bis halt die Ferien sind. Ne? Und das ist für uns super, weil wir einfach mal Zeit für uns selber haben. Ja, das blieb natürlich so ein bisschen auf der Strecke. Und von daher sind wir überglücklich, dass das heute funktioniert. Und wir sind natürlich auch guter Dinge, weil Tommy stört sowas überhaupt nicht. Der passt sich da relativ schnell an. Und wir rechnen jetzt nicht irgendwie, dass er jetzt ein Drama macht. Er kennt das ja schon. Ne? Und von daher wird das schon klappen. Und wir werden sehen. Ja, wir fahren jetzt einfach mal nach Ahlbeck, Anna und ich, entspannen mal so ein bisschen, schalten mal ab, lassen mal die Seele baumeln, ohne irgendwie auf irgendjemand aufpassen zu müssen. Ja, das tat halt richtig, richtig gut. Beneath an endless night, the world spins around, you're there, ease my mind. Ja, gehen wir mal ganz kurz raus aus der Küche. Was macht der Beppo? Wir haben extra hier so eine Kindersicherung, aber wir vergessen halt sehr oft, die zuzumachen. So, normalerweise würde ich den Vorgang jetzt etwas unterbrechen, weil wir essen gemeinsam und nicht dann, wann jeder möchte. Und gleich aus dem Kühlschrank mit offener Tür. Aber fürs Video, ne, zeige ich euch den wahren Tommy. So, jetzt würde es noch Milch hinterher geben. Ich tue einfach mal so, als wenn ich nicht da bin. Ne? Aber theoretisch müsste jetzt mit der Milch zu seiner Mutti laufen und einfach mal fragen, ob er jetzt Milch trinken kann. Macht er nicht. Was macht er jetzt? Ach, holt einen Becher und jetzt geht es trotzdem zu seiner Mutti. Wir stürzen einfach hinterher. Ja, naja, hat er euch gemacht. Naja, jetzt gibt's Milch. Papa,
Naja, dürfen sich so toll hier dran gewöhnen. Ne? Ist jetzt schön, dass wir umgezogen sind und dass alles so ein bisschen Form angenommen hat und alles so ein bisschen geordnet ist. Aber wie gesagt, das ist unser, naja, wie nennt man sich das? Ach egal. Hier ist unser Möbelaufenthaltsort. Ne? Ziel soll weiterhin bleiben in unserem Van. Da wird das viel, viel einfacher, weil Tommy schlafen, das war so ein Ding jetzt hier, seitdem wir hier sind. Eine Nacht gut schlafen, eine Nacht gar nicht schlafen. Dann haben wir jetzt hier noch so ein bisschen Grippe oder irgendwas ähnliches abgefasst die ganze Woche. Ich bin immer noch stark am Husten. Und naja, eine Bewegung zu viel und ich keuch wie in 90er Jahren. Ja, also lange war ich nicht draußen. Ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen vom Tommy. Ne, also mehr können wir von der Schule echt nicht bringen jetzt, dass wir da drinnen filmen oder die Personen jetzt mitfilmen. Ja, also lange war auch nicht in der Schule. Ne? Es war ja so geplant, weil er ja noch keinen Betreuer hat, aber das ist alles in die Wege geleitet. Aber es ist natürlich jetzt schwer, kurz vor Ende des Schuljahres einen Betreuer zu finden. Aber die Schule und vor allen Dingen gerade die sehr, sehr nette Direktorin, die wirklich sich sehr viel Mühe gibt und sehr viele Wege mit uns gegangen ist, wie zum Beispiel jetzt dieser Probetag, das waren 3 Stunden und da wollten sie einfach gucken, wie es funktioniert mit Tommy, um gegebenenfalls ihn ohne Betreuer in die Schule zu nehmen für ein paar Stunden. Die Sache ist die, dass die Person, die ihn betreut hat in der Zeit, immer nur 1 oder 2 Mal in der Woche dafür Zeit hätte und auch nur für 3 Stunden. Ne? Aber Anna und ich, wir haben die 3 Stunden wirklich wunderbar genutzt. Wir hatten wirklich mal Zeit für uns gemeinsam und waren schön am Strand spazieren und haben einfach nur relaxed. Ne? Ja, wie es jetzt weitergeht, erfahren wir jetzt wahrscheinlich nächste Woche telefonisch. Und wir hoffen, dass es mit dem Betreuer schnell geht und auch mit diesem Fahrdienst, dass das einfach noch vor den Sommerferien über die Bühne geht. Aber versprechen kann ich nichts. So, hinter diesem Vorhang müsste jetzt der Tommy sein. Ist er da? Natürlich! Ja, Freunde, das soll es gewesen sein mit diesem Video. Kurzes Update, wie gesagt. Ne? Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Und ansonsten, ja, wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Wir haben morgen eine kleine Feier. Anna hat Geburtstag. Hoffen wir mal, dass das Wetter gut ist. Es kommen auf jeden Fall auch Familie und Freunde und da freuen wir uns schon richtig sehr. Und so wie der Tommy aussieht, er natürlich auch. Also, vielleicht nehmen wir das eine oder das andere einfach mal auf. Ne? Wie Anna beim Dartspielen. Habt ihr ja gesehen, oder?